Dann ist sie vorne. Ja! Jetzt hat sie die Sowjetrussin in Zugzwang gebracht. Der Zweikampf der großen Damen im Hochsprung, was die Leistung betrifft. Jetzt ist Tamara Bykova dran. Und da ist sie drüber. Und jetzt führt sie wieder 2,03 Meter. Wenn Ulrike Mayfahrt diese Höhe springen kann, dann wäre dies ihr erster Versuch über diese Höhe und dann wäre sie wieder vorne. Sie ist mit dem Körper drüber. Da mit der Innenseite, da reißt sie die Latte.